Scheint die Sonne hell am Tag, sind wir in der Regel wach. Nachts steigt dagegen der Bedarf nach Schlaf. Schlaf ist was anderes als Wachsein, weil er ist genau das Gegenteil. Die Jungen schlafen und die Alten. Schlaf ist quasi ein Verhalten. Dem gehen wir meistens nach im Liegen, Vögel manchmal auch im Fliegen, Pferde können das sogar im Stehen und Kaninchen können dabei sehen. Zumindest haben sie die Augen auf. Da kämen wir im Traum nicht drauf. Der Delfin, der schläft im Schwimmen. Und wenn meine Infos stimmen, dreht er dabei Schwimmschlafrunden. Und zwar für ganze 7 Stunden. Das Pferd, das braucht dafür nur 3. Elefanten sind mit 4 dabei. Katzen 13, Hamster 14. Und um das Wachsein zu verkürzen, braucht 18 der Koala-Bär. So, und wer jetzt glaubt, der Bär, der wäre der längste, kennt sich nicht gut aus. Noch länger schläft die Fledermaus. Die schlägt alle sonst um Längen und lässt sich da so richtig hängen. Doch was passiert dabei im Hirn, wenn Träume dir das Hirn verwirren? Was wird erinnert, was vergessen? Das wird im Schlaflabor gemessen. Und da macht man dann, was man so kann, also ein Polysomnogramm mit EEG und EOG, von mir aus auch mit EMG, und unterteilt dann am Ende alle in lauter kleine Intervalle. 960, ganz schön viel. Und da sieht man dann im Schlafprofil, es gibt von Schlafanfang bis Ende nur 5 verschiedene Schlafzustände. Wach, verfestigt, leicht und tief und, das weiß jeder, der mal schlief, Rapid Eye Movement gleich REM. Da bewegen sich die Augen, denn da ist auch was los im Traum. In den anderen Phasen träumt man kaum. Ein Kind verbringt, das glaubt man kaum, die Nacht, das sieht man, halb im Traum und halb im Tiefschlaf. Der heißt Delta. Doch wird der Mensch dann alt bis älter, wird er mehr und mehr von dem versäumen und kann von Tiefschlaf nur noch träumen. Oh. Warum wird der Schlaf empfohlen? Weil wir uns durch ihn erholen. Entlang der Quer- und auch Längsachsen hilft er Kindern nachts beim Wachsen. Und, ich fange schon an zu gehen. Doch das sollte ich noch erwähnen. Ich persönlich schlafe besonders gern, denn Schlafen hilft dem Hirn beim Lernen. Das kann man am Gedächtnis messen. Wie genau, habe ich vergessen.